Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem Lebensupdate. Ich freue mich total, euch mal so wieder ein bisschen ausführlicher zu erzählen, was so die letzten Monate passiert ist und ja, so ein kleines Update vor dem Sommer zu geben. Es gibt wieder einige Themen hier, Rovers Entwicklung, was unser Haus macht, Almas Kindergarten, darüber möchte ich heute mal ein bisschen näher sprechen, weil ich dazu auch ganz viele Fragen bekomme und ein neues Coaching-Projekt, das ich habe, plus was sich hier in unserem Haus getan hat und das ist so viel, deswegen möchte ich euch jetzt am Anfang mal fragen, habt ihr Lust, dass ich mal so einzelne Room-Tours mache und euch wirklich jeden einzelnen Raum vorstelle oder hättet ihr lieber Bock auf so eine ganze Haustour? Schreibt es gerne in die Kommentare, ich bin gespannt und möchte dazu auf jeden Fall was machen, denn es wird immer, immer schöner und schöner. Almas Kindergarten. Ja, letzte Woche war der letzte Schultag. Hier hört das alles ein bisschen früher auf als in Deutschland und es dauert auch alles ein bisschen länger als in Deutschland, denn im Süden allgemein und hier auch in Portugal sind 2,5 Monate Sommerferien. Und ich muss ganz ehrlich sein, die letzten Jahre waren das für mich immer der pure Horror und Stress, weil ich dachte, boah, es muss alles einfach gleich laufen, bloß ich muss noch ein Kind betreuen. Und wir haben viel gelernt die letzten Jahre, wir waren viel gestresst. Und dieses Jahr wollte ich so, dass ich mich richtig auf den Sommer freue. Und ich glaube, wir haben echt eine super coole Lösung gefunden. Erstens, wir sind hier in Portugal geblieben. Das heißt, wir reisen nicht so viel, wir haben nicht so viel Stress. Wir konnten Alma in ein Summercamp anmelden, sodass sie auch hier noch Kinder sieht, Portugiesisch weiterspricht und halt auch ein paar Tage die Woche betreut ist. Außerdem haben wir Oma und Opa zu Besuch und ich habe mir vorgenommen, dass ich freitags nicht arbeite und dann den ganzen Tag mit ihr verbringe, weil Freitag gar nichts ist und immer nachmittags frei halte und so ist es wirklich, glaube ich, eine schöne Sache und ich muss sagen, ich freue mich riesig auf diesen Sommer und ganz viele Sachen mit ihr zu machen und auch zu erleben. Ja, und die letzten zwei Wochen machen wir auch nochmal einen kleinen Urlaub. Wir haben einen Camper und möchten in den Norden von Portugal. Da waren wir noch gar nicht, aber es soll so schön sein. Grün und mit kleinen Steinhäuschen. Und ihr könnt euch auf jeden Fall auf einen Blogpost freuen mit ganz vielen Tipps zum Norden von Portugal. Ja, und der letzte Kindergarten alias Schultag von Alma war so, so schön. Sie war jetzt die letzten 3,5 Jahre in einer Learning Community. Das sind Kinder von 2, 3 bis 11, 12 gewesen und sind alle in Klassen. Hier nennt sich Turmas aufgeteilt. Also zum Beispiel die 3, 4, 5-Jährigen zusammen, die 6, 7, 8-Jährigen zusammen, so ungefähr wurde das immer aufgeteilt. Es wird nächstes Jahr eine internationale Schule offiziell, aber trotzdem das Konzept bleibt gleich und ich finde es total schön. Und dieser letzte Tag ist immer so besonders, denn es wird immer so ein Torbogen gebaut aus Blumen und da gehen alle Kinder einzeln durch und jeder kriegt sein Zeugnis. Das ist eigentlich nur so ein Blatt Papier, wo die ganzen Namen von den anderen Kindern der Gruppe draufstehen und jeder so einen Fingerabdruck dagelassen hat und ach, es war irgendwie emotional und es haben so viele geweint und ich auch, weil ich finde, das ist immer so ein Abschluss und also einerseits ist es so ein Abschluss, also es verändert sich voll viel. Was nicht schlimm ist, ist eher so die Freude, hey, was kommt als nächstes und die Freude zu sehen, wie glücklich die Kinder in diesem Projekt sind und wie toll die das alles machen. Also es ist immer so auch klassenübergreifend. Dieses Jahr haben sie sich ein Jahr lang mit Alice im Wunderland beschäftigt und dazu ganz viel gemacht, also ganz viel über Blumen gelernt. Sie haben ja Permakultur als Fach, haben Dinge angepflanzt, haben geguckt, wie Raupen zu Schmetterlinge werden, ganz viel über Gefühle gelernt und die die Hauptattraktion des Jahres war das Theaterstück. Sie haben alle zusammen ein Theaterstück aufgeführt. Da war ich leider krank und mit 39 Fieber im Bett, aber ich habe ganz viele Videos gesehen. Es ist so schön, wie man sieht, dass diese ganzen Kinder zusammen sowas ganz Tolles auf die Beine stellen können. Und ich bin so froh, dass wir das Alma hier ermöglichen können, diese Bildung zu bekommen und dieser Gruppe zu sein. Und das rührt mich jedes Jahr und jetzt, wenn ich es auch erzähle, immer zu Tränen, weil es wirklich was ganz, ganz, ganz Besonderes ist. Ja, ansonsten hat sie noch, also neben Permakultur haben sie halt Kunstunterricht, sie haben Tanz, sie haben Sport, sie haben Theater, also lauter Sachen, Cooking Class, finde ich auch mega, Kinder beizubringen, wie man kocht und solche Sachen.
Und weil ich ganz viele Fragen immer bekomme, ja, kann man da irgendwie mitmachen, Mitglied werden, wie auch immer. Also es gibt ein paar Voraussetzungen, die Kinder müssen Portugiesisch sprechen und man muss für länger bleiben. Und das finde ich auch richtig gut. Ich verstehe natürlich, dass manche hier für ein Jahr kommen und dann suchen sie Betreuung. Aber ich glaube, auch das Schöne an diesem Projekt ist halt dieser Zusammenhalt und der ist nur kreiert, weil es halt Leute sind, die wirklich hier permanent wohnen. Aber ich kenne ein anderes ganz schönes Projekt für kleinere Kinder, so 2, 3, 4, 5. Wenn ihr da Interesse habt, schreibt mir gerne. Dann schreibt mir am besten über Instagram. Da heiße ich @lilisdiary und dann kann ich euch da gerne einen Kontakt schicken. Rovers Fortschritte. Ja, der kleine Rovi, von dem habt ihr auch schon einiges gehört, das ist unser Hund, den haben wir seit 1,5 Jahren und der kam als süßes, kleines, schüchternes Mäuschen zu uns und ist hier richtig aufgeblüht und hat so ein paar Marotten gezeigt, die mir das Leben echt schwer machen, weil ich ihn kaum irgendwie in den öffentlichen Raum mitnehmen kann, ohne völlig gestresst zu sein und nicht zu wissen, wie ich ihn handeln kann. Und letzten Sommer waren wir in Deutschland und da habe ich den Rover auch mitgenommen und habe mit der Anna in Berlin schon ein Hundetraining gemacht, was mega gut war, weil ich habe gesehen, wow, sie, also mit ihr zusammen, macht er das Ganze nicht, weil sie weiß, wie sie ihn handeln kann. Oft ist es ja wirklich so, dass es nicht so dolle oder nur ganz wenig am Hund liegt, aber halt die Besitzer nicht wissen, wie sie mit bestimmten Dingen umgehen müssen. Und das war mir auch immer klar, ich weiß nicht, wie ich mit ihm umgehen soll. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, was irgendwie hilft. Und da hat mir Anna vor einem Jahr schon total geholfen. Und jetzt war sie zufällig im Urlaub hier und ist 2 Tage vorbeigekommen. Und es hat unser Leben so verändert. Es war wirklich Wahnsinn. Viele haben mich auch schon mal gefragt, was hat denn der Rover? Der sieht doch so süß aus. Und ja, ist auch der zuckersüßeste, schnuckeligste Kuschelhund. Also der ist immer da und möchte drauf und schlapper und gekuschelt werden den ganzen Tag. Super süß, perfekt mit Alma. Er ist auch mit allen Hunden sozial verträglich. Also hat ganz, ganz viele tolle Sachen. Aber er hat so ein bisschen die nicht so schöne Manier entwickelt, dass immer, wenn er an der Leine ist, denkt er halt immer noch, er muss alles regeln. Wenn ein Hund kommt, dann will er unbedingt hin, dann bellt er oder Ende oder zieht oder dreht sich die ganze Zeit um mich im Kreis herum. Und er hat einen extremen Jagdtrieb, den wir ein bisschen in den Griff bekommen müssen. Und es ist einfach so, er ist so unentspannt draußen, denkt, er muss alles regeln, bellt rum, zieht an der Leine. Boah, da hat man so kräftig gezogen, dass ich mir einen kleinen Finger gebrochen habe. Und ich möchte einfach entspannt mit ihm spazieren gehen. Ich möchte ihn irgendwann auch mal am Strand gerne wieder frei laufen lassen. Und ich möchte ihn mit ins Restaurant nehmen, dass er halt einfach da liegt und sich entspannt. Und das haben wir wirklich geschafft in diesen 2 Tagen. Jetzt muss ich natürlich ganz viel üben, damit sich das festigt. Aber es war Magic. Es war einfach Magic. Es war wunderschön. Und ich kann Anna so krass empfehlen, wenn ihr in Berlin seid. Ich werde auch ihre Kontaktdaten, ihren Instagram-Kanal unten in der Infobox verlinken. Es ist einfach mega gut, wie sie ihn eingeschätzt hat, wie sie ihn kennengelernt hat und genau wusste oder mir zeigen konnte, hey, das und das musst du machen, damit es besser wird. Und oft ist es nicht das Problem selber, sondern man macht ganz viele Übungen außenrum. Also es ist scheiß viel Arbeit, aber es zahlt sich total aus. Und wow, ich hoffe, dass es bald besser wird und wir halt auch einen coolen Camperurlaub haben. Denn da kommt dann natürlich auch mit, der kleine Hosenscheißer. Naja, und was ich vielleicht abschließend zu dem Punkt sagen möchte, ich finde, jeder Hund hat auch das Recht auf Hundetraining, weil es gibt einfach so viele Besitzer, die so hilflos sind und nicht wissen, was sie machen sollen. Und eigentlich ist es ein bisschen wie bei Kindererziehung, so klare Grenzen sind so gut für den Hund. Der kann sich dann viel besser entspannen, sicherer fühlen und das Ganze miteinander wird einfach besser. Und deswegen denke ich, dass wirklich jeder Hund das Recht hat auf ein Hundetraining und jemand, also ein Experte, dem Hundehalter Tipps gibt, wie das alles irgendwie schöner und entspannter wird. Manche Hunde sind natürlich super easy, Rover nicht, aber wir kommen langsam ans Ziel. Mein neues Coaching-Workbook. Ja, ich freue mich, euch wieder ein neues Coaching-Workbook vorstellen zu können, das ich die letzten Monate kreiert habe. Es macht mir so Spaß, wirklich Wissen, Infos, Übungen, Reflexionsfragen zusammenzubringen, ja, und irgendwie so kleine Workbooks zu kreieren, die nicht viel kosten und wo wirklich jeder was rausziehen kann. Das ist eigentlich ganz schön, wie ich auf die Idee gekommen bin. Ich habe ja meine Vision Quest, das ist ein sehr langes Programm, da arbeite ich immer 1:1, 4 Monate mit Klientinnen zusammen, also beides möglich. Und da beschäftigen wir uns mit diesen wichtigen Fragen des Lebens. Was möchte ich wirklich und wie kann ich es erreichen? Also es ist wirklich so ein bisschen lebensveränderndes Programm und ich liebe es sehr, sehr lange auch mit Menschen
Menschen zusammenzuarbeiten. Und eine Klientin hat sich nämlich gewünscht, dass ich mal eine Session zum Thema Selbstliebe mache. Und ehrlich gesagt habe ich mich noch nie wirklich mit diesem Thema beschäftigt, weil ich persönlich da für mich irgendwie noch nie so einen Need gesehen habe oder dachte, ach, ich habe da eigentlich genug. Und dann habe ich mich wirklich lange damit beschäftigt, viel gelesen, auch Selbstliebe, Beziehung, Trauer, wie das alles miteinander zusammenhängt. Es war super, super spannend. Und dann habe ich mir gedacht, boah, es wäre so toll, ein Workbook zu haben. Das heißt, ein Sommer voller Selbstliebe, wo man sich 6 Wochen lang jeden Tag ein bisschen Zeit für sich nimmt und wirklich an seiner Selbstakzeptanz, Verwirklichung und Liebe arbeiten kann. Ja, und das ist es jetzt geworden. Ich habe es hier schon ausgedruckt. Ich mache es nämlich gerade selber parallel mit. Und ja, es ist ein wunderschönes Workbook, das ihr euch ausdrucken könnt, das 6 unterschiedliche Themen, die zum Thema Selbstliebe passend behandelt. Also es gibt jede Woche ein Wochenthema. Außerdem gibt es wirklich 108 Reflexionsfragen, also jeden Tag 3 Reflexionsfragen. Es gibt wöchentliche Aufgaben, die ihr ein bisschen reflektieren müsst, wie euer Verhalten ist, eure Gedanken, um da auch was zu ändern. Außerdem gibt es 6 intensive Coaching-Übungen, die euch wirklich weiterbringen, neue Blickwinkel. Und ich glaube ja immer, mit guten Fragen kann man auch so viel erreichen. Und ja, es sind fast 70 Seiten, ne? Da habe ich ganz viel Liebe reingesteckt, Fotos, Bilder, Übungen und ganz viele Reflexionsfragen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr Lust drauf habt, diesen Sommer euch ein bisschen Selbstliebe zu schenken, ein bisschen in das Thema einzutauchen. Ich werde euch unten den Link in die Infobox schreiben und für alle YouTube-Follower als großes Dankeschön habe ich auch noch einen Code. Da bekommt ihr 30% Rabatt. Das Kinderwunsch-Update. Ja. Also, wir hatten den 3. Embryotransfer, es war der 2. Chirotransfer, heißt eine gefrorene Eizelle wurde in mich hinein befördert und ich habe kein extra Video dazu gedreht, weil ehrlich gesagt, irgendwie langsam kann ich das Thema selber nicht mehr ertragen und dieses Ganze hat geklappt, hat nicht geklappt, was ist los, was ist passiert, deswegen dachte ich mir, ich werde euch kurz in diesem Lebensupdate erzählen, ja, was passiert ist. Ich war also in Berlin, hatte den 3. Transfer und die aufgetaute befruchtete Eizelle sah auch wieder super aus. Und ja, nach 11 Tagen bin ich halt, hatte ich dann den Termin für den Bluttest. Das war ein Montag und boah, ich hasse es, zu diesem Bluttest zu gehen und den ganzen Tag auf mein Handy oder auf dem Laptop zu starren, wann denn die E-Mail mit den Ergebnissen kommt. Und deswegen habe ich am Sonntagabend einen Schwangerschaftstest gemacht, der war negativ und boah, ich war so fertig. Das hat mich so mitgenommen. Ich habe den ganzen Abend geweint. Ich weiß aber auch, ich war mit dem Rover erstmal ewig spazieren, habe geheult. Ich saß hier noch und habe geheult. Und ja, habe das eigentlich für mich schon alles wirklich abgeschlossen und war einfach super, super traurig. Am nächsten Tag bin ich dann zum Bluttest, habe das Ergebnis bekommen und der HCG-Wert war erhöht. Also daran sieht man ja immer, ob man schwanger ist. Und da war erhöht, was schon mal cool ist, das heißt, hat sich was eingenistet. Meine Frauenärztin hat aber gemeint, der ist eigentlich noch zu niedrig, ich soll auf jeden Fall in 3 Tagen wieder Blut abnehmen und schauen, ob er sich verdoppelt hat. Ich bin also nach 3-4 Tagen wieder zur Blutabnahme und er hat sich verdoppelt, so wie es sein sollte, war aber immer noch ein bisschen niedrig. Also meine Frauenärztin aus der Kinderwunschklinik hat mir nie wirklich gratuliert und hat das eher mal so ein bisschen skeptisch beäugt. Und naja, sie hat die Erfahrung und deswegen habe ich mich auch noch nicht so wirklich gefreut, sondern immer abgewartet. Und ich musste dann 3-4 Tage später wieder hingehen und da hat man dann gesehen, dass es sich nicht verdoppelt hat in der Weise, wie es sich hätte verdoppeln sollen. Und dann stand noch aus, okay, was ist es jetzt? Könnte eine Eileiterschwangerschaft sein oder einfach nur eine normale Fehlgeburt werden. Ja, es könnte noch ein Wunder passieren und der HCG-Wert könnte halt irgendwie doch noch steigen. Bin also 3-4 Tage wieder hingegangen und dann ist er aber leicht gesunken und dann war klar, okay, das wird eine Fehlgeburt. Und so war es dann auch. Das war wirklich heftig. Ich war die letzten Wochen einmal mega krank, 39 Fieber, war richtig blatt und K.O. Und da on top kam dann auch noch die Fehlgeburt, also ich habe halt einfach wieder meine Periode bekommen, ziemlich heftig, ziemlich stark, verliere da immer echt viel Blut. Nicht so viel wie beim letzten Mal, aber trotzdem genügend und ja, ich war richtig fertig und mir ging es richtig schlecht, aber ja, wenn ich irgendwas Positives daran sehen könnte, dann, dass es sich schon mal eingenistet hat, was ja irgendwie ein weiterer Fortschritt ist.
Aber ansonsten ist es einfach eine totale Achterbahn der Gefühle und ich schaffe es zum Glück irgendwie mich immer besser, wie soll ich sagen, einen guten Umgang damit zu finden. Also ich war diesen einen Abend super traurig, ich habe geweint, ich habe diese Gefühle zugelassen, was ich super, super, super wichtig finde. Aber dann dachte ich mir auch, hey, das Leben geht weiter und ich habe ein wunderschönes Leben und ich möchte nichts von diesem schönen Leben dafür verschwenden, jetzt ewig zu trauern. Also das hilft mir immer total, mir das vor Augen zu halten, weil jetzt habe ich die Zeit mit Alma und vielleicht ist es das letzte Mal, dass ich die Zeit mit einem Kind habe, das in dem Alter ist. Und deswegen genieße ich da jeden Moment und freue mich auch auf unsere ganz, ganz tolle, viele gemeinsame Zeit im Sommer. Und ja, wir machen jetzt erstmal eine Pause. Meine Frauenärztin ist auch bis September weg. Ich soll jetzt erstmal wieder gucken, dass ich ein, zwei normale Zyklen habe. Dann haben wir noch eine eingefrorene Eizelle, die ich natürlich noch ausprobieren möchte. Und ich denke auch schon ein bisschen weiter. Und ich habe auch jetzt mal überlegt, mich wirklich schlau zu machen, ob man es auch irgendwie in Sevilla machen kann, in Spanien. Das ist nur 3 Stunden von uns entfernt. Und das wäre irgendwie vielleicht auch noch eine Möglichkeit, um diesen organisatorischen Stress so ein bisschen zu beseitigen. Weil da kann ich in 3 Stunden hinfahren. Also, we will see. Das ist jetzt nicht so ein schönes Thema mit dem ich irgendwie das Lebensupdate hier beende, aber mir geht's wirklich gut. Ich freue mich, dass es euch interessiert hat, was so im Leben passiert. Bitte kommentiert, ob ihr eine Room oder eine Haustür wollt. Tour wollt oder beides. Und ich freue mich wie immer, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt, wenn ihr mir vielleicht auf Instagram folgt und mich abonniert und einfach weiterhin immer euch auf meine Videos freut und sie anschaut. Macht's gut. Tschüss.